Im US-Bundesstaat Kalifornien muss sich Gouverneur Gavin Newsom einem Abwahlverfahren stellen. Die Bürger können am Dienstag darüber abstimmen, ob der Demokrat vorzeitig aus dem Amt abgelöst wird. Die Recall-Wahl wurde von republikanischer Seite angeregt, unter anderem wegen seiner liberalen Einwanderungspolitik und der strikten Corona-Vorschriften. Präsident Joe Biden reiste nach Kalifornien, um Newsom zu unterstützen. Die Augen der Nation, und das ist keine Übertreibung, sind auf Kalifornien gerichtet. Denn die Entscheidung, die sie treffen werden, wird nicht nur eine große Auswirkung auf Kalifornien haben, sie betrifft das ganze Land. Ja, sogar, das ist kein Scherz, die ganze Welt. Die Wähler in Kalifornien haben bei der Abstimmung zwei Fragen zu beantworten. Wollen sie, dass Newsom vorzeitig abberufen wird? Und wer sollte ihn im Fall einer Abwahl für den Rest der Amtszeit ersetzen? Ich bin Kleinunternehmer und wurde im letzten Jahr als nicht lebensnotwendig eingestuft. Ich musste schließen. In anderen Staaten hätte ich weiterarbeiten können. Deshalb bin ich für die Abwahl. Ich will nicht, dass Kalifornien von den Republikanern übernommen wird. Ich bin angewidert von manchen der republikanischen Kandidaten und von dem, was in unserem Land passiert, und habe mit Nein gestimmt. Mehrere Dutzend Gegenkandidaten treten an, um ihn zu ersetzen. Sollte Newsom tatsächlich seinen Posten verlieren, wäre das eine Sensation. Kalifornien ist eine Hochburg der Demokraten. Erste Ergebnisse werden für Mittwochmorgen deutscher Zeit erwartet.